Hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, das war ein bisschen laut. Wir haben das nicht, na, wie auch immer, das müssen wir, glaube ich, nicht mehr lange aussprechen, verteidigt. Und einiges an Erfahrungspunkten bei unseren Truppen gewonnen. Auch Reginhard und ich haben Erfahrungspunkte gewonnen. Daher kann ich jetzt mal hier mal. Achso, ja, genau. Das Charakterfenster sieht jetzt anders aus. Man hat hier seine Story, die Quest, die Wunden. Also ich habe einen Physicist in der Stadt angesprochen, aber. Also in a larger town. Na gut. Okay. Wir haben leider noch keine Attribute freigespielt. Aber mal gucken, was wir machen können. Riding. Wir könnten uns einen Reitskill geben, da wir die Möglichkeit haben, Pferde zu kaufen von unserem Geld her. Daher ein Reitskill ist wohl in Ordnung. Power Throw. Javelins. Javelins mag ich lieber als Bögen, so viel steht fest. Weil Bögen machen meiner Meinung nach zu wenig Schaden. Engineer? Nee, ja, nee. Leadership. Ich denke, Wundbehandlung können wir nochmal Punkte drauf geben. Und Looting. Und. Tracking. Ja. Ja. Und Waffenskills. Mal gucken. Vielleicht werden wir noch Speere bekommen. Das weiß ich jetzt nicht. So, jetzt gehen wir nach Dorstedt. Obwohl der König nicht da ist. Gibt es hier Rekruten? Ein Freeholder, ja, den können wir ja mal mitnehmen. Da wir ja auch ein. Oder haben wir überhaupt jemanden verloren? Ich weiß es nicht. Ich hätte doch eine Musik angeschaltet, oder? So, leise. Das soll nicht so laut sein. Na, aha, wen haben wir denn hier? Sprechen wir ihn mal an. Wir müssen über den Jarl von Kenemer reden. Hey, Flemmy, I heard about your help to Doshnia. Thank you for your support. Also, er dankt uns für die Hilfe. Der Angriff war unerwartet. Also, wir könnten jetzt den Jarl von Hordulfs Alsen als Verräter beschuldigen. Da muss man sich aber fragen, würde er uns das glauben? Er würde es uns nicht glauben, wenn ich sagen. Daher sage ich es einfach mal nicht und ich nehme die Geschenke an, weil, hey, ich will die Geschenke. Ich muss jetzt gehen. Und jetzt gehen wir zum Jarl von Kenemer. Da ist er, ja. Ich habe Doshnia gerettet. Und er sieht uns jetzt ganz, also er nimmt uns beiseite und sieht uns ganz böse an. Was? Die Mission, die ich dir gegeben habe? Du solltest. Also was ist mit der Mission, die ich dir gegeben habe? Du solltest doch den König töten. Und was hast du stattdessen getan? Du bist Doshnia zur Hilfe gekommen. Obwohl du wusstest, dass mich das nicht erfreuen würde. Du hast die Männer getötet, die mich unterstützen sollten, die Krone zu nehmen und ihren König zu töten. Du hast mich betrogen. Deinen Jahre. Ich schwöre auf meinen Namen, dass du dafür bezahlen wirst. Ja, also er wollte den König mit den Männern töten, weil er. Also er arbeitet mit Sven zusammen, was wir ja jetzt hier gerade erfahren. Und wir könnten ihm sagen, dass wir jetzt sein Feind sind, oder dass wir uns. Also.
dass wir uns von ihm belogen und bedroht fühlen. Oder wir sagen Sanguine, dass die Wikinger schwach waren und ein Narr war, ihre Hilfe zu erwarten. Und was sagen wir jetzt? Und das hat er überhaupt nicht gemacht. Eines Tages treffen wir uns wieder und dann werde ich dich umbringen. Und das mag er sogar noch weniger. Old Dirty Scrotal. Okay. I was back, my leave. So, jetzt werden wir von Regina angesprochen. Und der Jarl von Kenemir ist ein ambitionierter, gefährlicher Mann. Ich bewundere deine Fortitude, also dein, keine Ahnung, um ihn zu beißen und Doshnia zu he helfen, trotz der Konsequenzen, die dies hatte. Du bist eine gute Person. Friesland ist jetzt Feindesland für uns. Aber ich bin mir sicher, wir finden unsere Bestimmung irgendwo else. Also, ich tat, was ich tun musste. Er ist ein Verräter. Ich möchte ihn weit von mir fernhaben. Okay. Er legt uns die Hand auf die Schulter und sagt: Also, ich sagte, er ist eine Schlange. Jetzt, da wir uns von ihm befreit haben, sollten wir Friesland verlassen und nach der Rache suchen. Wieder bit full arid. Okay, also hauen wir ab besser. Ich denke mal, hier könnten wir Hilfe bekommen, aber. Achso. Ein Messenger galoppiert, hält an, fährt die an, atmet und ruft: Thondrick sucht die Präsenz in deine Präsenz in Doshnia, Flemmi. Okay. Dann gehen wir da auch mal hin. Hui. Okay. Das sind unsere Kosten. 5 Moral, was? Ach so, weil es Winter ist, ja, Februar. Okay. 15. Recruiting Camp vor 225 Pennies? Moment. Was? Was? Wir haben gerade. Ach du meine Güte. Für 200. Das kann irgendwie nicht stimmen. Dass die Typen so wenig kosten. Ja, jetzt brauchen wir nur noch selber ein Pferd. Aber die Kavallerie kommt, wird uns gut zur Hilfe kommen. Eventuell. Vielleicht löse ich sie auch wieder aus. Sie haben uns ja bisher nicht viel gekostet. Also ich werde sie jetzt einfach zum Angriff benutzen, weil sie scheinen doch recht teuer im Unterhalt zu sein. Ah, von mir können wir das reden. Okay, nimm mich zu ihm. Also wir verhören jetzt die Gefangenen. Den Schiffskapitän. Ich möchte dich jetzt ein paar Fragen antworten. Wenn du sie richtig beantwortest, wirst du nicht leiden. Sven Boldek wird dich umbringen. Nimm mal hier ein bisschen Wasser. Und dann gibt's auch noch die Peitsche. Wir können wie Leute reden. Okay. Wir könnten Power Strike versuchen und ihm die und ihm die Finger brechen. Oder wir könnten versuchen, ihn zu sagen. Ja, versuchen wir das mal. Hey! Es hat er gekauft. Jetzt fragen wir ihn mal aus. Warum hast du das Schiff angegriffen? Das waren Idioten. Sie haben angehalten.
für einige Stunden und haben den guten Wind nicht genutzt. Wo sind die Gefangenen hingegangen? Nach Dänemark, sagt er uns. Okay. Dann warum habt ihr Dosh nie angegriffen? Ich habe keine Lust, das alles zu lesen. Okay. Wir könnten jetzt noch die Finger brechen, aber... Nee, lass mal. Okay. Freehim. Ja, was soll ich? Form umbringen. Also. Er hofft, dass wir jemals wieder. Ob wir jemals wieder zurückkehren. Und jetzt fragt er uns, ob wir seine Tochter mit aus dieser Kacke rausnehmen. Und wir sagen ja, wir nehmen sie mit raus, um sie zu retten, sozusagen. Und hier ist dieser riesige Strand. Ich will jetzt aber nochmal in den Kampf ziehen mit diesen Horsemen. Wir könnten... Genau. Wir könnten die... Achso, ich bin jetzt ein Outlaw hier in Friesland. Wir könnten jetzt die... Das hier einfach überfallen. Die Mission, das ist den Abort. Wo sind denn hier Banditen, ne? Ich such doch nur Banditen. Banditen ist, was ich such. Ich will doch nur einen Kampf. Na gut, gehen wir zu... I'll tear you limb from limb. Da greifen uns dänische Elitekrieger an. Und 30 gegen 38. Na, das ist doch mal der Kampf, nach dem wir gesucht haben. Allerdings... Infanterie, hier hoch. Kavallerie, Spearmen, Skirmishers, Archers. Horse Archers, Kavallerie. Was... Ich dachte, hä? Aber... Formationsorder... nein. Okay. Hier. Nicht genug für ein Schildball, dann machen wir... F6. Okay, formen wir eine Wedge. Ah, da kommen wir. Charge einfach. Oh cool, ich hab getroffen. Ja toll, das war sehr toll. Das sollen sie Elite-Vikings sein? Ich fühle mich so ein bisschen verarscht. Vielleicht lasse ich auch die Pferdemänner drin und hau einfach an. Das geht ja auch. Das sind doch Bauern! Also wenn ich es genau, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der dänische Elite-Typ hier auch ganz klar. Ha! Ha! Ich habe ihn mit dem Stein bekommen! Aber mit der Axt... Wie kommt das, wenn ich so jemanden mit der Axt schlage, dass er das Bewusstsein verliert? Okay, ein paar Leute wurden bewusstlos geschlagen. Können wir auch wieder das. Also wir könnten die Leute, die sie bewusst geschlagen, rausschmeißen aus unseren Rängen, weil wir würden sie ja nur unnötig bezahlen. Yeah! Kampf gewonnen. Also ich habe 2 Verwundete nur. Okay. Aber wir können Gefangene nehmen. Und auch den Wikinger. Er ist verwundet, na toll. Okay.
Genau. Die Verwundeten schmeißen wir jetzt raus, weil wir sie nicht bezahlen wollen. Horse Archers, ja. Packt euch mal mit bei Cavalry. So. Spearman. 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 Okay. Was ist ein. Aha. Wie bezahle ich denn euch? 30 Dinare und okay, 40. Das ist ein Herdman. Ah, ne. Also, ja gut, ich habe jetzt Geld für seine Befüllung ausgegeben, aber das ist ja wenig im Vergleich zu dem, was er auf Dauer ausgibt. Ja, so. Okay. Ja, also ich bin darauf bedacht, nicht. Ah, Medium Armor, 31,15. Ja, ich denke, eine Medium Armor geht in Ordnung. Dreihundertvierzig, 1885. Nein, und das ist besser, was wir jetzt haben. 29. So. Wir haben zwar gesagt, wir teilen den Loot, aber so viel Loot kann das doch gar nicht sein, dass wir jetzt so viel bekommen, wenn es geteilt ist. Ein verbogener Javelin. Müssen wir mal gucken, wo wir das Zeug verkaufen können. Oh, wir können nichts mehr aufnehmen. Können wir das hier verkaufen? Weiß, ja. Die haben aber kein Geld. Wir können aber stattdessen ein bisschen Käse kaufen. Ach, schon das können sie sich nicht leisten. Das auch nicht. Na gut. Na gut, dann gehen wir zum Strand. Okay, spät in der Nacht. Deine Männer brauchen Ruhe. Okay. Warten wir hier. So, gehen wir zum Strand. Na gut, wer weiß, ob hier überhaupt Feinde sind. Aber wir sehen ja nicht schlecht aus, finde ich. Also unser Gesicht meine ich jetzt nicht, aber unsere Ausrüstung ist nicht schlecht. Und hier gammeln ein paar Typen rum. Und das ist Brunhild, die Dame, die wir begleiten sollen. Ich lebte in dem kleinen Dorf Doschnir, ich war glücklich. Ich wollte unbedingt davon weg. Bla bla. So, Brunhilde ist jetzt gerade beigetreten. Es gibt übrigens einen Bug, wenn man keinen Platz hat, dann. Wenn man keinen Platz hat, dann kann man die Brunhilde den das Gespräch nicht beenden. Und was sich jetzt getriggert hat, ist das Tutorial. Das machen wir noch mal schnell. K, um weiter zu machen. Backspace. K. Nein. So, mit Pfeiltaste runter geht's los. So. Ja, so. Also, wenn ich. Ach so, genau. Pfeiltaste nach oben drücken ist beschleunigen, Pfeiltaste unten drücken ist verlangsamen. Okay. Ja, ich weiß, mit links und rechts. Weiter. Enter für das Segel. K. Okay, jetzt müssen wir zurück zum Strand fahren, um das Ganze hier zu beenden. Was natürlich so eine Zeit dauern könnte.
Dieses Tutorial fand ich, habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden, weil die Texte oben für mich nicht verständlich waren zu dem Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht warum. Ja, gegen den Gegenwind ist es sehr schwer voranzukommen. Okay. Also wir fliegen jetzt mit diesem Boot aus Friesland und ich hoffe einfach mal, ich habe genug Platz an Bord, weil sonst wird es echt eng. Bruder, die lausigen Granaten. Ich helfe mich aber deinem Bruder an. So. Jetzt ist dies mein Schiff. Und ich soll zu diesem Platz zurückkehren, sobald ich los bin. Mein Schiff. Okay, wir haben einen zu viel. Ja, dann. Dann schicken wir den Friesen sperren. So. Ui. Wow. Ganz schnell. So, wo fahren wir denn hin? Okay. Achso, Neuigkeiten kommen aus dem Norden. Ragnars Sohn. Rufen die Männer um nach Amerika. Stille. Was? Ach so, Dänemark greift Friesland an, also ungefähr. Okay, ich denke, das reicht für den Moment. Ich versuche mal nächste Runde ein paar mehr Texte vorzulesen, aber es war mir in dieser Folge wirklich zu viel und das wusste ich schon beim Anfang. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.